Ulje Gaming zurück mit A Way Out. Bei mir ist DC Joker, ich bin Jarkon und auf geht's. Hallo. Oh Gott. Who is this? It's me. Who is me? It's Vincent Raven. Ach, das hängt ja schon wieder damit an. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Hier, wrensch dich mal jetzt hier. Halten. Hast du so gut gemacht. Mal nochmal. Jo. Hab ich gut gemacht? Übergeben. Oh. Übergeben, nicht übernehmen. Umgekehrt. Kuh! Ja, das ist bitte auch. Nicht Kuh. Ja doch, bei mir ist Kuh, weil ich es falsch eingestellt habe. Sieht wie eine komische Szene, muss ich sagen. Sitzen da beide so ruhig und immer. Lüb. Drei. So, mach ich auch noch zwei. Mal mit. Oh. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Null. Oh. Das ist so wie bei dem Film, wie heißt er, Long Came Polly oder so, ne? Da erzählt ja Ben Stiller auch bis 50. 50! Oh! Ah ja. Kennst du nicht, ne? Ist egal. Doch, hab ich schon gesehen. Ist aber lange her. Oh, piept dir gerade was? Die muss ja wieder Rechtshändersteuerung machen. Ist okay. Hat dir gerade was gepiept oder war das hier bei mir der Flammenwerfer, wollte ich schon sagen? Hier piept jede Menge, aber meistens nur bei dir im Kopf. Oh, der druckelt. Oh, hier war ich schon mal. Ne, doch nicht. Doch, klar. Da war der Raum, wo du mich rausgelassen hast, auf dem Dach. Ja, du mich auch. Kennst dich wieder nicht aus. Du hast Tina Halluzion, ist okay. Du hast sie ja wohl. Du hast sie wohl. Das Wort kannst du gar nicht aussprechen, ne? Ne, du hörst Dinge, die gar nicht stattfinden. Nein, ich habe genau das gehört, was gesagt wurde. Ja, ist klar. Wo müssen wir denn hin? Da. Hier, halt mal. Das kriegst du auch alleine. Ich gehe ja vor. Okay. Alter, du schmeißt mich runter. Hier ist ja eine Kollisionsabfrage. Was ist das? Ich hab gleich einen fahren lassen. Ja, ich hab das gemerkt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich hab gerade eine blöde Kameraperspektive. Meinst du, meine wird besser? Boah, fiebt das jetzt schon wieder so? Ja. Ich denke mal, der Feueralarm ist an hier bei mir. Feueralarm? Warum hast du einen Feueralarm? Ja, weiß ich auch nicht. Man weiß ja nie, was so passiert. Im Keller. Da hinten sind Leute. Hast du Angst vor menschlichen Kontakten? Ja, wenn die mir Böses wollen, schon. Achso, warum gibst du dich damit mir ab? Du willst mir ja nichts Böses. Oh, meinst du? Dann meine ich. Wirf mal einen Stein. Kann ich nicht. Okay. Sterbe. Warum stinkt denn das hier so nach Pisse? Oh, so, ist ja ekelhaft. Bin ich eingeschifft. Psst, Vincent, come on. Ja. Oh shit. Damn. We gotta bust. Ist das wieder los? Okay, on three. One, two. Wait. Auf 3 oder nach 3 oder 1, 2 und dann. Oder gar nicht, weil die Wachen nebenan sind. Okay. Ah, das ist schlau. Okay, sure. Das machen wir. Jetzt! It's working, just a couple more like that. Komm schon, Donner. Donner mal schneller! Jetzt! irgendwie doch schon cool gemacht. Ein bisschen einfacher, aber cool gemacht. Ja. Kann man schon seine Zeit mit totschlagen. Ja, so 5 Stunden. Hey, watch out. Shit. Wollen wir doch vorhin erst. Hey, ich bin rechts, aber du bist vor mir und das ist voll irritierend gerade. Das stimmt hier auch nicht. Wieso ist das irritierend, dass ich vor dir bin? Ich würde den jetzt gerne umbringen. Mach doch. Meinst du, das geht? Nein. Doch. Ich habe ihn ausgenockt, aber ich kann ihn nicht wegtragen. Das ist ja hier auch nicht Metal Gear Solid.
Oh, ich hänge. Wer hängt? Ich. Warum? Du musst aufpassen, nicht, dass der uns vom Dach entdeckt. Ich sehe keinen vom Dach. Hab mal gehört, wenn ich keinen sehe, sieht mich auch keiner. Also mach ich einfach die Augen zu. Das ist falsch. Nee. Also hier geht's nicht lang. Müssen wir wieder hier hoch? Oh ja. Ja, diesmal schickst du mich hoch, ne? Kannst du nochmal nach links gucken? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich gleich bin. Wo ist denn der Typ? Doch selbst nach links. Ja, ich war gerade an der Wand schon, konnte mich nicht mehr bewegen. Los, hoch mit dir, du. Ist ich gerade geschubbert oder was? Jo. Zieh mich hoch. Nein. Warum machst du es denn? Boah, bist du stark. Ich fürchte, weil die Folge sonst Überlänge hat. Ach so. Weg da. Ich habe hier den Plan ausgetüftelt. Aha. Da unten waren wir auch schon mal. Toll. Ja, super. Ist nicht so laut, Mensch. Ach, Junge. Nichts kannst du. Nee, es ist echt ziemlich schäbig gewesen. Das war einbruchsicheres Glas. Wie man es kennt im Knast. Oder ausbruchsicheres Glas. Einbrechen kannst du ja. Ich ströme ausbrechen nicht. Ich könnte hier wen anrufen. Guck mal. Ein Joker. Ein Telefon-Joker. Hä? Hab ich's rausgerissen oder was? Sieht so aus. Hier stehen ja nur noch 5 andere Telefone. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Das gibt Ärger. Und nein, es piept nicht, es ist in-game. Sag mal, piept das hier gerade? Das macht mich ja wahnsinnig. Ich hau ich dir eine. Shit. Oh, shit. Das ist doch schon wieder gemacht für Mist. Noch gar nichts, aber da stand gerade jemand. Boah, hier fiept's. Shit. Shit, piss, fucker. Shit, piss, fucker und cocksucker. Motherfucker, tits for a dirty twat. You see that Carson show last night? Nah. Psst. Any good? Great. Who was on it? Who were the guests? I can't remember. So klappt das nicht. Wo sind die denn? Geh mal vor. Kannst vergessen. Ich trinke einen Schluck. Ich hab grad einen kratzigen Hals. Dann trinke ich auch was. Das ist gut, das unterhält die Zuschauer. Oh. Na gut, dann gehe ich nicht. Wo sind denn die hingegangen, weißt du das? Ja, oder? Nach unten, glaube ich. Aber gesehen habe ich es nicht. Also hier geht's auch hier lang. Nee, hier, also bei mir geht's nicht lang. Gut, dann fahre ich mit dem Fahrstuhl hoch. Nicht. Geh mal vor, ich warte hier, damit ich noch verschwinden kann, falls was passiert. Oh, oh. Ach, jetzt sind wir hier, Krankenstation. Was wollen wir denn hier? Uns krank stellen. Uns einen blauen Schein holen. Einen gelben Schein. Damit wir morgen nicht arbeiten müssen. Das ist gut, auf dem Samstag. Nein, im Spiel, du Horst. Weißt du, wir müssen doch sonst immer schrubben und so. Machen wir blau, sagen wir, wir fühlen uns nicht gut. Deswegen holen wir uns einen blauen Schein. Ja, wollen wir die beide K.O. machen? Komm, wir machen die K.O. zusammen. Lass uns mal was riskieren. Los, komm jetzt her! Morgens LMAX, abends Aronal. Mal was riskieren. Alter, du bist ein Penner, lass dich doch mal umhauen. Ich wollte mich gerne ins Bett legen. Ja, ich komme ja schon. Nein. Jetzt drehen die sich gleich um wegen dir. Ich drehe dich auch gleich um. Du hast den Punkt verpasst. Ich nehme den linken. Dann nehme ich den rechten. Ja, los. Linke Maustaste. Meinst du? Achso, ja. Da schlafen sie. Tschüss. Good night. Kann die auch echt nichts einsammeln, ne? Nee, das ist echt ein bisschen so, so untypisch für heutige Spiele. Naja. Watch out for the light. Also man findet halt auch so keine zusätzlichen Infos oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen schade.
Gehst du jetzt wieder rein? Macht das Sinn? Ich wollte schlafen. Wir hätten auch hier rausgekonnt, übrigens, aber ist okay. Ich wollte aber wen hauen. Wir hatten bisher so wenig Action. Zum Turm gelangt. Geh du mal rechts, ich gehe links. Wir müssen ja hier alles zeigen von der Map. I need to get out of the searchlight. Hast gehört, ne? Ich gehe schon. Mensch, bewegt euer... Nö, wenn ich jetzt was gesagt hätte, dann wäre das nicht jugendfrei gewesen. Ach so. Wollt sich also mal ein bisschen aufregen. Ja, wenn ich das jetzt weitergemacht hätte, dann hätte das in einem... bewegt dich. Mega Hustenanfall geendet. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Oh, was? Was? Einmal mit Profis. Wo kam das denn? Einmal wo mit das? Profis. Wo kam das? Warum kam das jetzt so schnell? Ey, komm, wir haben bisher noch nicht versagt, was ja auch eigentlich nicht möglich war, glaube ich. Jetzt aber ich weiß echt nicht, warum das so ist. Ein bisschen schwieriger. Schon ist Ende bei uns. Jetzt bewegt dein Arsch. Man muss halt auch mal ein bisschen stratzen. Stimmt, das geht ja auch. Der kam irgendwie zu schnell wieder rüber. 1:0 für den Jaguar. Und schnell! Wow. Also irgendwie hier an der Stelle geht das echt rucki zucki. Wo ist er denn jetzt? Wer, ich? Nee, der St... Ah, da ist er. Alles klar bei dir? Alles gut. Mann, noch schneller! Schneller! Viel schneller! Wow, das war knapp. Bist du schon gleich da? Dann muss ich mal wieder was trinken. Bin fast da. Warte mal ein Sekündchen. Ja. Komm ich denn? Warum komm ich? Ich komme ja gar nicht lang. Wo bin ich denn hier? Hier ist keine Deckung mehr, das ist nicht gut. Ich habe hier noch Deckung. Ich komme! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hallo! Hallo! Da hinten kommt man nicht hoch, oder was? Nee, habe ich auch schon versucht. Schade. Zumindest hat er nichts von Klettern angezeigt. Da wäre ich nämlich auch eigentlich ganz gerne lang gegangen. Boah, Alter. Ist ja scheiße. Aber manchmal zeigt das auch nicht an. Ah, geht aber nicht. Zum Scheiß. Oh, du bist ja. Er macht den mal platt. Ich komme. Jojo. Alles weg. Muss ich jetzt noch hoch, ne? Ich weiß es nicht. Guck dir mal um, da oben. Ah, komm einfach mal. Ach Mensch. Ja doch, wir müssen jetzt... Wir müssen hier Tango und Cash jetzt machen. Ja, dann machen wir das. Ich hänge mich an deine Eier und du hältst dich an die, hängst dich an die Schnur. Hast du Tango und Cash eigentlich mal gesehen? Ich glaube schon. Damals, als ich noch jung war. Und wer spielt da mit? Ist das nicht mit Kurt Russell und keine Ahnung wem? Sylvester Sly? Ja. Sag ich doch. Er hat ihn doch gesehen. Er hat ihn doch gesehen. Denkst du, ich lüge? Ja. Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen deinen Gürtel. Gürtelrose habe ich. Ja, mit der können wir uns aber nicht aufhängen. Was ist denn das hier?
ist Memory. Tschüss. Ja, Bügel, ich nehme... Alter, du Sack. Komm ich doch glatt hinterher. Damn, that's pretty high. Ich komm nicht ran. Ich glaube, da kommt gleich der nächste Scheinwerfer. Och nö. Okay, wir haben ein Problem. Meinst du? Diesmal kann ich aber nichts dafür. Hey, was soll denn der Mist? Mach hin da! Kannst du mal festhalten? Ja, wenn du mal mich wieder runterlässt. So schneller willst nicht. Brauch ich auch nicht. Hier wird geschossen. Mann, mach hin! Rast mal nicht aus. So, lauf. Ja, ja. Geil. Au. Oh. Das ist echt Hängung. Mann. Echt Hängung und Cash. Okay, ich hab keine Ahnung, wohin. Okay, ja, ich hab eine Ahnung, wohin. Oh, eh. Lauf! Da, Baum. Oh, das ist nichts für mich, weil Rechtshänder-Steuerung, das klappt gar nicht jetzt. Also die Animation hätten sie ein bisschen besser machen können. Bisschen abgehackt. Ich muss mich gerade auf meine Finger konzentrieren. Oh. Legt denn hier so Bäume hin? Oh. Au. Ob uns jetzt keiner finden würde. Ich glaube, das war der einfachste Prison Ausbruch Break ever. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Here. Los, lass uns den Hubschrauber runterholen. Jo. Ach nee, anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, woran du denkst. Es gibt momentan nur ein Spiel, wo wir Vincent finden. Vincent, wo bist du? Da. Weg bei dir. Ich komme hier nicht hoch. Ah, jetzt. Tschüss. Ciao. Ja, ich meine ja natürlich Ghost Recon. Da hole ich ja ständig Hubschrauber runter. Und noch irgendwas anderes. Ich wüsste nicht was. Hep. Das erinnert mich alles gerade ein bisschen an die gute alte Zeit von... Oh Gott, wie hießen die Spiele denn noch? Come on. Army of Two? Ja. Geile Sache, geile Sache. Ja, da habe ich die geilste Szene ever verursacht. Also da bin ja ich immer noch dran. Die wird für immer bei uns im Kopf bleiben. Ja. Magst du sie mal schildern? Das waren echt noch coole Spiele. Die haben Laune gemacht. Magst du die Szene mal schildern? Ach, ja. Wir müssen uns kurz verstecken. Kann ich aber nicht. Hier sind wir sicher. Ja, wer es nicht kennt, Army of Two ist halt auch ein schönes Koop-Spiel. Bisschen actionlastig auf jeden Fall. Aber man hat die Fähigkeit, Granaten da zu werfen. Aber man kann auch mit Knarren schießen. Echt? Im Normalfall würde man... Oder man hat auch die Möglichkeit, sich an wen ranzuschleichen und dann von hinten langsam umzubringen. Aber CJ meinte, er läuft erstmal hinten auf ihn zu. Also von, hinter ihm. So, dass er nichts bemerkt. Und dann zückt er auf einmal eine Granate und wirft ihn das Ding genau an die Rübe. Und dann war das Gemetzel wieder groß. Aber es hat auch richtig schön Klonk gemacht. Ja, ich hab gegen seinen Eisenhelm geworfen. Das war echt die geilste Szene ever. Das war echt Premium. Er lief da so schön auf ihn zu und dann auf einmal Klonk. Ja. Gut, aber ich würde sagen, mit der Anekdote machen wir mal kurz Schluss, oder? Na gut, ich gehe nur in meinen Busch und dann machen wir Schluss. Jo.
Also Leute, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge von A Way Out mit CJ und Jakon. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.